Lialualöde, willkommen zurück zu ESO. Weiter geht's. Dann machen wir weiter mit unseren kleinen Nebenquests, Nebenaufgaben. Wir sind jetzt hier in Auridon. Müssen wir noch, ach, der ist gar nicht aktiv, wäre es egal. Was macht für ein Schleiererbe einfinden? Das ist ein Buch, guck mal an. Neues Buch entdeckt, sehr schön. Carola, okay. Finden wir auch noch. Machen wir auch im Kurz. Da ist er doch. Ich habe doch nur Befehle befolgt. Ich hier wegen Schleiererbe. So, machen wir noch ein paar Nebenabgaben. Erstmal ein bisschen abarbeiten hier. So, und tschüss. Weg. Jetzt bin ich gerade mal zurück. Müssen wir aktiv machen. So. Wo ist er denn überhaupt? Da ist er. Egranor? Egranor. Das ist eine für eine Quest. Rasen mit deinen Himmelswacht. Ach, guck mal, kann man auch noch gleich machen. Mal ein paar Quests abarbeiten. Die wollen wir ja alle fertig machen. So, da ist er doch. Hallo, Egranor. Also, wie ist es gelaufen? Handschuhe des Henkers. Abgeschlossen, Jawolski. Sehr schön. Hier hat zwar hier noch eine Quest. Da. Rasim da in Himmelswacht. Genau. Wieder eine Quest fertig. Machen wir die jetzt erstmal. Ich bin übel gelaunt. Ich möchte schon versuchen, so gut wie alle Quests zu machen. Sagen wir mal so. Also alle werde ich wahrscheinlich nicht finden, glaube ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber ich möchte schon versuchen, so alle Quests, die es irgendwie hier gibt, zu machen. Weil dann ist eine Angelquest. Das muss nicht sein, angeln. So, Magelgelder, Rasen da, wo bist du? Rasi, da ist er ja. Rasi, alte Socke. Es scheint, als ja, ich, ja, 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 okay, okay, okay. Vanis Galerion, hey, wo bist du? Warum? Vani, wo bist du? Niemals. Tut es selbst. Was? Warum? Drosse ist ein mörderischer Verrückter. Und Kupferdaria? Sie kann mich nicht besonders gut leiden. Warum ist Kupferdaria unzufrieden mit Kariel? Vielleicht ließ sich ein Gebäude über ihr zusammenbrechen. Versehentlich. Ah ja. Dieser hat vergessen. Nun gut. Ras wird sich darum kümmern. Und er wird Kupferdaria eure wärmsten Grüße zukommen lassen. Entschuldigt meine Verspätung. Verdammt, Ras. Nicht so nah. Ja, das Problem. Danke, ja, das ja, das kann ich machen. Okay, ich gebe mein Bestes. Portal, okay. Hauptstadt der Allianz. Solo verließ. Okay. Wie gesagt, machen wir jetzt diese Folge, die nächste Nebenaufgaben. Mal gucken, was ihr, wie ihr entscheidet, welche Karte wir als nächstes machen. Lasst euch vorstellen. Ja, komm. Verehrter Großkönig Emmerich, ich danke euch dafür, dass ihr an diesem Treffen teilnehmt. Ich würde es nie wagen, eure Zeit ohne guten Grund in Anspruch zu nehmen. Wir kennen einander jetzt schon geraume Zeit, Meister Galerion. Ihr seid nicht für eure kapriziösen Launen bekannt. Doch sagt mir, wer ist eure Begleiterin? Das, Eure Majestät, ist die persönliche Vertreterin von Königin Eiren, gesandt, um mit euch über die bevorstehende Kalthafenkrise zu sprechen. Also schickt Königin Eiren ihren persönlichen Champion in die Festung ihres größten Feindes? Entweder setzt sie sehr viel Vertrauen in euch, oder sie versucht euch umzubringen. Ich bin fasziniert. Kommt. Den kennen wir schon. König Großkönig Emmerich. Den kennen wir eigentlich. Warum wir uns das nicht mehr kennt, bisschen komisch, aber egal. Ja, ist meine Ehre. Ja, ja, ja. Ja, 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 den Monarch Ballmann hier auch noch nicht bekämpft, machen wir auch noch später. Keine Sorge. Dass ich hoffentlich bald mal auf einen seiner Werke einschneiden werde. Aus einem Obergeschoss. Sie weiß dann schon, was gemeint ist. Ihr habt euch also mit dem Feind abgegeben, Daria, oder? Nur damit ihr es wisst.
Ich wusste das bereits. Das lief gut, glaube ich. Nach Graf. Ja. Ich wünsche für mein Leben gern, Eure Majestät. Eines Tages werde ich denen mal was ins Essen. Ja, mag ich auch mal. So, wo sind wir jetzt? Kramfeste. Okay. Da waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Kramfeste. Da. Wo sind wir denn jetzt hier? Kramfeste? Ah ja, genau, genau. Da waren wir schon überall. Alles fertig. Wir setzen euch in Flammen und euch zerschmettern. Nach Fragen? Verehrter Skaldenkönig, ihr wagt ich stehe vor euch, eine Schwache Dominions mitzubringen. Fort, Meister Galerion. Meine Begleiterin hofft, mit euch über die bevorstehende Kalthafenkrise reden zu dürfen. Von dieser da habe ich schon gehört. Der Skaldenkönig schätzt die Tapferen und die Ungestümen, selbst unter seinen Feinden. Kommt, Gesandte, reden wir. So, dann reden wir mal, ne? Hallo, Jorun. Ja, und schön, Skaldenkönig. Ja, sehr schön gesagt. Wunderbar. Jorun ist ein Skaldenkönig, nicht wahr? Ist das so etwas wie ein Barde? Ob er wohl noch öffentlich ist? Nein, natürlich nicht. Los geht's. Ich hätte es nicht für möglich. Wir haben wieder Portal wieder zurück, oder was? Mein Gott, seine Rumporterei hier. Portal rein, Portal raus. Portal rein, Portal raus. Auridon, ja. Alle drei. Ja, ich bin bereit. Wir sind bereit, Vanus. Einen Augenblick, bitte. Die Last dreier Kronen. Nach Stirk. Da war man noch nicht, oder? Stirk? Ne, glaube ich nicht. Solo verließ wieder. Walenwald. Vom Goldküssen planen wir für den Bandschuh, was ich noch nicht. Wie sind wir denn jetzt hier? Ja, war man nicht. Da ist nicht Stirk. Eine Goldküste. Die Gold, da waren wir auch nicht. Ach, siehst du, haben wir noch eine Karte gefunden. Willkommen auf der Insel Stirn. Mir wurde ich beneide euch. Zwei Könige und eine Königin, die keinen Fingerhut Geduld füreinander aufbringen können. Hier war ich ja, glaube ich. Das kenne ich doch, glaube ich. Das versichere ich euch. Das ist, was ich meine, dass es ist, dann ist es das auch. Jawohl. Schaut, das ist Fürstin Laurent. Wunderbar, es ist Tellinger. Hier kommt Tellinger, der Artefaktor selbst. Muss es immer erst eine Krise geben, bevor ihr euch von euren Spielzeugen losreißen könnt, Telly? Vanus, eure Roben riechen nach gescheiterten Experimenten und eure Worte sind nur wenig geistreich. Sagt mir, Telly, aus welcher Dwemer-Müllhalde seid ihr diese Woche gekrochen? Ihr müsst lernen, denjenigen Respekt zu erweisen, die euch überlegen sind. Lasst mich doch bitte wissen, falls mal einer vorbeikommt, ja? Dafür habe ich weder die Zeit noch die Energie, Tellinger. Daher wünsche ich euch nun einen guten Tag. Das war nett, ne? Das war richtig nett. Ich war skeptisch hinsichtlich. Der für die Sicherheit verantwortliche Hauptmann Alfauri ist dort drüben. Wo denn? Ja, da drüben. Da vorne. Wo, da vorne? Ja, da vorne. Ja, ist er. Ja, das kenne ich. Das kenne ich hier noch. Großkönig Emmerich vom Dolchsturzbündnis. Königin Eiren vom Altmeri-Dominion. Jorun, der Skaldenkönig vom Ebenherzpakt. Wir müssen unsere Differenzen ausräumen, sonst ist dieser Angriff schon jetzt zum Scheitern verurteilt. Woher wissen wir, dass das kein Trick ist? Ein kluger Plan, um unsere Streitkräfte abzulenken, während eure Armeen die Kaiserstadt einnehmen. Ich dachte, Dolche im Rücken wären eure Spezialität, Emmerich. Bitte, seid ihr denn beide so arrogant? Eure Waffen sind Spielzeuge im Vergleich zu den Schrecken, über die Molag Bal gebietet. Ich werde nicht die Zukunft meiner Untertanen aufs Spiel setzen, wenn ich als Sicherheit nur das Wort eines Eisbarbaren und einer Halbstarken habe. Ich fürchte um Tamriels Zukunft, falls je einer von euch beiden auf dem Rubinthron sitzen sollte. Seit wann schert euch denn euer Volk? Ihr hebt doch nie einen Finger, außer um euer Gold zu zählen. Bitte, Hoheiten, dieses Gezänk führt doch zu nichts. Was für eine Zeitverschwendung. Halsstarrige Narren, alle beide.
Was für ein Durcheinander. Verzeiht, Vanus, aber ich werde nach meiner Löwengarde schauen. Oh, hat doch wunderbar geklappt, ne? Vanus? Da. Ja, nein, ist halt so, ne? Bord, eingekerkert, verschlossen. Widerspenstige Narren. Bereit. So. Diese Königin. Ja, überreden. Jawohl. Jawohl. Es erfüllt mein Herz mit Stolz zu wissen, dass der Großkönig von unseren Taten weiß. Wie bist du denn drauf? So, einmal da. Kuckuck. Nur für auf die Durchreise. Jorun, da bist du ja. Komm her, komm. Komm, alte Sacke, du. Spart euren Atem. Und was ist mit dem Krieg in Syrien? Wie könnt ihr es wagen? Ich sollte euch auf. Wisst ihr, ich habe ein Gerücht darüber gehört, dass der Skaldenkönig vergeben ist. Das muss eine beeindruckende Person sein, wenn sie seiner Persönlichkeit standhalten kann. Wie? Scharfe Zunge, Isobel. Kleine scharfe Zunge. So, und Königin Eiren, da bist du ja. Mit vereinten Kräften hätten wir womöglich. Gibt es die? Hm, ein hervorragend. Die Geschichten, die ich über Königin Eiren gehört habe. Soweit ich weiß, sind keine Bücher oder so. Man kann auch nur, glaube ich, nur einmal jetzt hier hin. Ich versuche natürlich alle Bücher zu sammeln. Alles, was ein Schriftstück ist oder sowas dergleichen, werden wir alles mal nach und nach dann abarbeiten. Aber dazu viel später mehr. Glück gehabt? Oder stecken Sie weit? Ich hoffe, Sie. Und das aus. Das gefällt. Er. Erst gekommen? Ich kann nicht. Kaldien, was geschieht hier? Geht! Schafft euch fort! Lauft! Jupp. Das sind die großen Anführer Tamriels? Erbärmlich. Aber wie bequem für mich, dass sie sich alle an einem Ort versammelt haben, damit ich sie wie Ungeziefer zerquetsche. Bleib zurück, Gräfin! Das Ungeziefer wehrt sich! Wie amüsant und doch so froh. Ja. Ganz Nirren wird mir. Ja, zum Molagbal gehen wir natürlich auch noch. Nun wollte ich noch ein bisschen mit abwarten. Kann auch schon ziemlich zu Anfang machen, klar. Kann man auch. Ich gebe ihn mir gerne für später auf. Wenn man schon ein bisschen stärker ist. Morask. Du musst auch dran glauben. Dann verloren ist das nicht weiter. Und tschüss. Ja, Monarchbar ist der große Endgegner. Machen wir natürlich auch noch. Danach geht es noch weiter. Kann man danach noch weitermachen. Klar, kein Ding. Ja. Deswegen mache ich ihn lieber noch nicht, wenn ich nicht so gerne zu Anfang. Muss glaube ich. In der Geschichte ein bisschen vorangekommen sein und vor allem auch ein bisschen Level haben, um überhaupt zu ihm gelangen zu können. Irgendwie sowas war da mal immer gewesen. Ich habe ihn auch schon zweimal habe ich ihn schon besiegt. Ja, ich glaube ja zweimal. Machen wir auch noch alles. Also das Let's Play geht noch eine ganze Weile. Das dauert alles noch ein bisschen. Die eine. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Hab gerade einen Anruf bekommen. Deswegen muss ich da kurz rangehen. Ein Riss noch, ne? Genau. Ein Riss müssen wir noch machen. Mach mal eben noch. Falsch. Da hinten ist er.
Das ist der dritte Riss. So. Oh, ich sehe was Schönes, oder? Sehr schön. Kann man mitnehmen. Sehr schön. Mehl, Salz, Reis und sowas immer mitnehmen, wenn ihr das seht. Wenn es nicht zum Klauen ist, immer mitnehmen. Kann man immer gebrauchen für verschiedene Rezepte. So, Bunny. Ich dachte, wir nach dieser Schritt. Verehrte Anführer, ihr habt das Antlitz unseres Feindes gesehen. Molag Bal bedroht sämtliches Leben in Tamriel. Die Magiergilde und die Kriegergilde haben eingewilligt, einen gemeinsamen Angriff auf Kalthafen zu unternehmen. Vertraut auf uns. Bewilligt unser Vorhaben. Gewährt uns euren Segen. Wir werden euch nicht enttäuschen. Vanus hat recht. Die Gilden sind unsere beste und einzige Wahl. Schickt sie nach Kalthafen. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich bin Emmerichs Meinung. Mir geht es ebenso. Es scheint, als ob ein Großteil des Misstrauens zwischen unseren Allianzen vom Gott der Intrigen gesät wurde. Molag Bal labt sich an Täuschungen und Chaos. Aber mit Verlaub, dieser Allianzenkrieg ist euer eigenes Werk. Gräfin Hakruba, versammelt die Überlebenden beider Gilden im Innenbereich von Stirk. Der Champion und ich begeben uns nun dorthin, um das Portal zu öffnen. Wir folgen euch auf dem Fuße, Vanus. Die Zeit ist gekommen, Champion. Das ist, ihr macht wo ich jetzt das alles, die ganze Geschichte erstmal Richtung Molag Bal. So. Ich wusste nicht mal genau, wie man da, durch welche Quest man hinkommt. Jetzt haben wir es. Verfolgen wir noch eben kurz. Komm, halt mal hier jetzt fest. Ich würde sagen, das war's für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von ESO. Bis dahin, schöne Dö.